Ich bin im Dezember 78 in der schönen Pfalz geboren und habe dort auch die Jugendjahre verbracht, bis ich natürlich dann einen Beruf erlernen wollte. Und dann hat es mich tatsächlich nach Jena gezogen, wo ich BWL studiert habe. Das ging total in die Hose, war total falsch und habe dann zufällig im Internet Theaterstücke entdeckt. Begonnen, die zu lesen und beim Nebenjob, den ich da hatte, bin dadurch für Theater begeistert worden. Und habe dann beschlossen, okay, ich werde nach Berlin gehen, Literatur studieren und trotzdem versuchen, Schauspieler zu werden. Und jetzt bin ich hier und so schnell gehe ich auch nicht mehr weg. Wenn ich nicht gerade im Theater bin, um zu proben, zu arbeiten, zu spielen, dann spiele ich Fußball. Ich bin darüber hinaus leidenschaftlicher Fußballfan und mein Herz gehört dem 1. FC Kaiserslautern. Wenn die jetzt gerade nicht spielen und ich nicht spiele, dann bin ich zu Hause und höre Hörbücher. Und da reicht mal ein Spektrum von den Klassikern bis hin zu Perry Rowan. Es gibt Leute, die denken, Fußball, da geht es um Leben oder Tod. Pussis, ey, das geht um mehr. Fußball ist Kampf, Leidenschaft und alles. Das ist halt nicht so ein bisschen quatschen und nicht drum machen. Das ist hier. Kampf. Ja, entweder gewinnst du oder verlierst du. Das ist scheißegal. Oder du hast Fritz Walter. Dann spielst du wie ein Ritter. Ich will Geschichten erzählen. Deswegen mache ich den Beruf. Deswegen habe ich diesen Beruf ergreifen wollen. Und ich merke bei der Arbeit, dass an jedem Stück, hinter jedem Stück, hinter jedem Drehbuch, da stecken Schicksale von Menschen. Und das ist das, was mich daran interessiert. Und ja, hier bei dieser Arbeit merke ich immer, egal wo ich hingehe oder wo ich bin, es zieht mich immer dort zurück, wo ich herkomme, an dieses Dorf. Weil ich dort so viele Schicksale miterlebe, wo ich denke, deren Geschichten müssen erzählt werden. Und jede Arbeit gibt mir die Chance, so eine Geschichte zu erzählen. Weil was ist ein interessanter, trauriger, lustiger, heiterer, spannender als das Leben von Menschen oder was denen passiert in ihrem Alltag. Und aus diesem Grund will ich viel Geschichten erzählen. Ich bin Oliver Comic. Tengo 29 años. Yo soy un actor. Yo quiero trabajar. Das war Spanisch. Wir können nicht aufhören. Denn? Ich liebe sie. Dich. Sie.